Batman löst dann ja auch mit Lieutenant Gordon ja, Rätsel. Also das ist jetzt auch nochmal so ein ganz neuer Batman-Ansatz. Der Batman ist wirklich so geworden, wie ich mir immer erhofft habe, dass die Figur Batman auch Gotham halt dargestellt wird. Herzlich willkommen, ihr seht Spätvorstellung, das Kinomagazin. Wir stellen euch heute die Comicverfilmung The Batman vor. Als in Gotham die Bürgermeisterwahlen anstehen, wird der Amtsinhaber ermordet. Am Tatort hinterlässt der Killer eine Nachricht für Batman. Er und Lieutenant Gordon müssen nun eine Mordserie stoppen, in die auch die Diebin Selina Kyle verwickelt zu sein scheint. The Bat and the Cat. Klingt doch schön. Eine neue Freundin? Da bin ich nicht sicher. Ich bin hier, um die Wahrheit zu demaskieren über diesen Sumpf, den wir eine Stadt nennen. Christopher Nolans Dark Knight Trilogie ist für mich persönlich immer noch die beste Trilogie der Filmgeschichte, weil er damit ja wirklich die Figur Batman auf ein völlig neues Level gehoben hat. Das Ganze war auf einmal sehr realistisch, psychologisch ausgefeilt und dementsprechend stand Matt Reeves, der den Film jetzt The Batman inszeniert hat, vor einer Wahnsinnsherausforderung. Ja, total. Ich war aber schon von Anfang an sehr zuversichtlich, weil Matt Reeves ja zum Beispiel die letzten beiden Teile der Planet der Affen Trilogie gemacht hat, also Revolution und Survival. Und auch der Trailer war schon sehr, sehr vielversprechend. Und jetzt, nachdem ich diesen Film gesehen habe, ich bin wirklich also völlig umgehauen. Das ist jetzt wirklich keine Übertreibung. Also er hat meine sehr hohen Erwartungen tatsächlich übertroffen, weil zum Beispiel Gotham hier auf eine Art dargestellt wurde, die ich in dieser Konsequenz und Düsterheit so überhaupt nicht erwartet habe. Weil das war wirklich also von Anfang bis Ende dieses Heruntergekommene, dieses ganze Korrupte und eine Hoffnungslosigkeit und Aussichtslosigkeit. Aber das wirklich in einer Stimmigkeit und auch in einer visuellen Perfektion inszeniert, die wirklich also überragend ist. Ja, also diese Stimmung, die auch wirklich in Gotham irgendwie geherrscht hat, hat mich als Zuschauer auch total gefesselt und ich bin in diese Stimmung auch total eingetaucht. Also das ist wirklich so ein sehr großer Pluspunkt auch von dem Film, finde ich. Und dass sich dieser Film auch von den anderen Batman-Filmen wirklich abhebt und unterscheidet. Also man muss auch die vorherigen Teile nicht gesehen haben. Also dieser Film steht wirklich alleine für sich. Was zum Teufel bist du denn? Ich bin Vergeltung. Ja, dieser eine Punkt, der mich so ein bisschen, stört nicht, aber da, womit ich mich jetzt so ein bisschen schwer getan habe, jetzt auch nach dem Film war, ja, Robert Pattinson, muss ich gestehen. Also ich finde, er muss ja schon in sehr große Fußstapfen treten, jetzt nach Christian Bale und Ben Affleck. Deswegen waren meine Erwartungen natürlich auch sehr hoch, bevor wir jetzt in den Film reingekommen sind. Also was er wirklich gut gemacht hat, also er konnte wirklich gut in diese Batman-Rolle schlüpfen und auch seine ja, tiefe, dunkle Seele, die jetzt irgendwie immer mehr so zum Vorschein kommt in dem Film. Ich finde, da hat er sich wirklich ganz gut gemacht und hat mich auch an vielen Stellen wirklich überzeugt. Aber so insgesamt habe ich mich mit Robert Pattinson als Schauspieler einfach schwer getan. Also ich hätte mir die anderen beiden Schauspieler besser vorstellen können. Okay, also ich war auch von Robert Pattinson total begeistert. Also klar, Christian Bale ist für mich auch nach wie vor die Nummer eins. Aber das ist aber auch Geschmackssache, genau, muss man sagen. Aber Christian Bale hätte zum Beispiel nicht in diesen Stil dieses Films reingepasst. Genauso wenig, wie ich finde, Ben Affleck. Ja, da genau. Habe ich eine andere Meinung. Genau. So, ansonsten waren ja die Filme mit Ben Affleck natürlich sehr CGI überladen. Ja. Und teilweise konnte man die auch gar nicht ernst nehmen. Und die hatten so eine viele Sachen, die überhaupt nicht funktioniert haben. So, während hier das Ganze ja wirklich, wie gesagt, ein stimmiges Gesamtkonzept war. Und gerade so, was du halt auch schon meintest, ist, dass er so ein richtig abgefragter Typ war und einfach auch ja, man auch ganz wenig, sage ich mal, von der Seite Bruce Wayne gesehen hat, sondern eher mit Batman sozusagen auch verschmolzen ist. Das hat Robert Pattinson wirklich, finde ich, so gut getroffen. Also ich habe ihm sowohl, sage ich mal, diese physischen Szenen abgenommen, also diese ganzen Zweikämpfe, aber auch dann irgendwie diese ganze diese Zerbrochenheit und wie du schon meintest, diese dunkle Seele oder sowas, das hat er einfach perfekt rübergebracht und so dieses ganze düstere, melancholische, also das war für mich, also hat das wirklich hundertprozentig funktioniert mit ihm. Ja, wie gesagt, ich bin da zwiegespalten, habe mich da so ein bisschen schwer getan. Jetzt nach dem Film habe ich da länger drüber nachgedacht, aber nee, also sehe ich so ein bisschen anders. Aber wie gesagt, ich finde auch, dass es einfach Geschmackssache ist, das sieht ja jeder anders. Was mir auch noch wirklich an dem Film gut gefallen hat, diese detektivische Seite. Genau. Also
Batman löst dann ja auch mit Lieutenant Gordon Rätsel. Also das ist jetzt auch nochmal so ein ganz neuer Batman-Ansatz, der hier geschaffen wurde. Und man kann den Film auch dann wirklich teilweise so ein bisschen mit David Finchers Zodiac oder Sieben vergleichen, genau. Wo das ja auch so ein ähnlicher Ansatz ist. Und das hat mir diesmal auch wirklich, finde ich, gut gefallen, weil es mal wirklich was komplett Neues war. Genau. Und eben, man hat auch überhaupt nicht irgendwie Bezüge zur Dark Knight-Trilogie gezogen, weil es stilistisch ganz anders war. Und was auch richtig gut war, die Gegner, die man sich ausgesucht hat. Also Paul Dano als Riddler ist der Hauptgegner, macht einen Wahnsinnsjob. Also wenn man jetzt irgendwie dieses Quietschbunte von Jim Carrey aus Batman Forever vor Augen hat, das ist wirklich ein Witz gegen das, was aus dieser Figur rausgeholt wird. Auch wie er dann, sag ich mal, mit Batman zusammenhängt und was die beiden noch verbindet, funktioniert richtig gut. Und wenn man es nicht wüsste, der Pinguin wird tatsächlich von Colin Farrell gespielt. Das fand Wahnsinn. Ich richtig Wahnsinn. Also den hätte ich auch nicht erkannt. Hätte ich das vorher nicht gewusst, dass es Colin Farrell ist, ich hätte den auch nicht erkannt. Also der wurde so gut maskiert und er war auch so von der Körperstatur, also ganz anders und total überragend. Und natürlich nicht zu vergessen Selina Kyle, die ja von Zoe Kravitz gespielt wird, die ja die Tochter von dem Sänger Lenny Kravitz ist, wenn man das noch nicht weiß. Sie fand ich auch wirklich sehr überzeugend. Und es knisterte ja zwischen ihr und Batman ja immer mal wieder, was wir ja bei Batman in allen Teilen ja auch irgendwie kennen. Genau, das war ja damals schon so bei Batmans Rückkehr eben mit Michelle Pfeiffer, die Catwoman gespielt hat, dann eben bei The Dark Knight Rises mit Anne Hathaway, die Catwoman gespielt hat. Und Zoe Kravitz legt die Figur jetzt hier auch ganz, ganz anders an. Es gibt auch eine ganz andere Hintergrundgeschichte. Und dementsprechend hat man hier auch wieder viel Neues, was diese Figur nicht abgenutzt wirken lässt. Was ist schwarz und blau dazu? Und nah dem Tod. Du. Wertiger Gott. Ich hab dich! Wie bereits eingangs erwähnt, fand ich diese Handlung wirklich sehr spannend und auch als Zuschauer konnte ich in diese Stimmung total gut eintauchen, also von Anfang bis Ende. Das Einzige, was mich halt so ein bisschen gestört hat, war, dass dieser Batman-Funke nicht so auf mich übergesprungen ist, obwohl ich mir das sehr erhofft hatte. Aber es war einfach leider so, muss ich ehrlich zugeben. Und der Film ist ja recht lang mit seinen fast 3 Stunden. Fand ich jetzt nicht schlimm. Also man muss schon viel Sitzfleisch irgendwie besitzen. Aber ich finde schon, dass man an einigen Stellen irgendwie ein bisschen vielleicht hätte kürzen können. Also so eine halbe Stunde weniger wäre jetzt auch okay gewesen für mich jetzt. Ich gebe dem Film The Batman insgesamt 8 Punkte. Also bei mir ist tatsächlich der Batman-Funke von Anfang an übergesprungen. eben auch, weil ich also fand, der Film war auch stilistisch wirklich überragend. Also sowohl das ganze Produktionszusammen, wie alles ausgeleuchtet war eben, wie der Film auch inszeniert war. Also sowohl die Action, die Charaktermomente. Also es hat für mich wirklich alles funktioniert von Anfang bis Ende. Und ich fand die 3 Stunden also wirklich extrem kurz, weil ich hätte von mir aus nochmal 3 Stunden gehen können. Und auch fand ich es zum Beispiel gut, wie auch natürlich gab es ja auch viele Versatzstücke, die man eben aus der Batman-Mythologie kennt. Also zum Beispiel diese ganze, sag ich mal, diese Machtspiele in Gotham. Also auch gibt ja irgendwie Figuren auch wie Falcone oder Maroni wird halt erwähnt. Oder eben auch der Pinguin, der da in diesem ganzen Machtgefüge irgendwie mit drin ist. Das kennt man auch zum Beispiel so ein bisschen aus der Serie Gotham. Aber hier war das eben einfach also deutlich besser zum Beispiel dargestellt und auch stimmiger. Und wie eben diese ganzen Figuren verwoben wurden. Also fand ich wirklich, also wie gesagt, absolut überragend. The Batman ist wirklich so geworden, wie ich mir immer erhofft habe, dass die Figur Batman und auch Gotham halt dargestellt wird. Und genau, wie du ja schon gemerkt hast, oder ihr auch, ich bin wirklich also extrem begeistert. Und deswegen kriegt der Film von mir auch ganz klar 10 von 10 Punkten. Natürlich habe ich auch The Dark Knight von Christopher Nolan 10 Punkte gegeben. Der hat die aber aus anderen Gründen bekommen. Und also wenn ich jetzt die Filme ranken müsste, wäre The Dark Knight tatsächlich immer noch auf 1. Aber kurz danach käme dann eben schon The Batman. Du, Tim... Hm? Schau mal, was ich da gefunden habe. Was ist das denn? Wer trinkt etwas, das er nicht selbst besitzt? Und hätte er es, würde er es nie trinken. Zeig mal her. Das ist ein Rätsel, das ich nur als Batman lösen kann. Das ist doch total einfach. Was soll eigentlich schon wieder dieses theatralische Getue von dir? Dadurch wirst du auch nicht schlauer. Also, wie heißt der Schauspieler, der jetzt hier Batman verkörpert? Na, Robert Pattinson.
Ja, in welchem Film hat er noch mitgespielt? Twilight. Ja, und was war er da? Ein Vampir. Exakt.